Die 80er, ein Jahrzehnt der politischen Unruhen und ideologischen Kämpfe. Und was hatte unsere Generation? Christopher Street Day, Love Parade und Karneval. Doch heute geht Deutschland wieder auf die Straße und ich bin dabei. Auf der Anti-Atom-Demo werde ich den Geist der 80er wieder heraufbeschwören. Dufte! Und jetzt, let's fets! Wo wird denn das neue Atomkraftwerk eigentlich gebaut, gegen das wir heute demonstrieren? Wir demonstrieren doch nicht gegen ein neues Atomkraftwerk. Wo wird denn das neue Atomkraftwerk gebaut, gegen das wir heute demonstrieren? Das wird im Süden von Berlin gebaut. Ich habe jetzt leider, überfordern Sie mich hier gerade ein wenig. Die gegen die Laufzeitverlängerungen demonstrieren wir. Die sind unglaublich. Aber wir sind auf jeden Fall gegen das Atomkraftwerk. Alles klar. Danke. AKW, nee. Sehr guter Spruch. Wir wollen alternative Energie. Gebt das Atom der Waffenindustrie. Was eine Enttäuschung. Die Demo verläuft völlig friedlich. Dabei ist die Polizei nur einen Steinwurf entfernt. Wir brauchen Krawall und zwar sofort. Wir brauchen eine spektakuläre Aktion. Ich würde sagen, wir zünden uns an, als Zeichen. Nee, mach ich nicht mit. Hey Ladies, habt ihr Bock, um 16 Uhr am Alex ein paar Autos anzünden? Oder? Jürgen, Kollege, ist schon ein bisschen öde im Vergleich zu den 80ern hier, ne? Nö, ich finde es schön. Das Wetter ist gut, die Stimmung ist gut. Ich wollte ja so ein bisschen den Geist der 80er wieder aufleben lassen und ein bisschen hier auf die Kacke hauen. Weiß nicht, was die Vorstellung von den 80ern ist. Kämpfen. Ja, aber die militanten Demos im AKW-Bereich haben in den 70ern stattgefunden und nicht in den 80ern. Da bin ich ja völlig falsch kostümiert, Leute. So ist ja, es. Ja, Mensch. Naja, wenigstens sehe ich nicht so aus wie ein Frosch. Aber dann... Dann scheint die Situation endlich zu eskalieren. An der FDP-Zentrale erscheinen tausende Trillerpfeifen. Mir wird klar, ich muss zum letzten Mittel greifen, das einem autonomen Revoluzer wie mir noch bleibt. Ich werde mich anketten. Hier, direkt vor der FDP-Zentrale. Angekettet vor der FDP-Zentrale, das ist wirklich eine spektakuläre Aktion von mir. Und ich gehe nicht eher weg, bis Guido Westerwelle mich höchstpersönlich verprügelt hat. Und damit zurück ins Studio.